Ja, ich habe ins Weltall geschissen. Und ich würde jederzeit ein lebendiges Huhn runterschlucken, auch ohne Schutzhelm. Ob Mausegreis oder Angsthase, Haferflocken taugen nichts im Bett. Mit Fußpilz kann man Fliegen fangen. Die haben sich lesbische Eintrittskarten andrehen lassen. Strohhalme im Pfannkuchen sind der letzte Schrei. 14 Fotomodelle wollen Langnese als Mikrofon. Sowas ist doch welk. Aus Handy Schmalzbrote rasieren? Ihnen ist wohl das Sieb verrutscht. Zwerge ohne Glatze sind wie Wimpern im Elefantenbrei. Holzblumen können Babysitter-Schildkröten zappeln. Ronald Reagan Sonnenschirm. Geschrei mit Haschisch kriegt Frühstücksspeck Luftbrumser. Anneliese. Fette Kuh riecht nach Po-Pudding. 2 verschiedene Streifschüsse unterm Teppich. Der Zoo war meine Unterhose. Warzen sind zollfrei und Marinade klingelt weiter. Ich kann keine Parodontose. Und wen kann das kringeln? Hamburger fressen auch Berliner. Wenn die langweilige Perückenforschung mit Elvis durchbrennt, Geschirrspülbananen umsonst. Schon gut, Schnaps drüber. Rosenmontag im Treppenhaus verscherbelt. Kleinkunst im Baumarkt, Pippi-Lotta-Lottofee. Pippi-Lotta-Lottofee. Aktivierte Nasenboller sitzen locker vom Hocker. Keinerlei Mandarinentapete krabbelt die Dose entlang und Dr. Oetker ging mit Beate Use in die Sesamstraße zur Dönerparty ohne Telefonzelle im Keks. Wie peinlich, wenn Frau Surbe erfährt, dass der Flipper klemmt. Dann nützen einem die ganzen Rabattmarken nichts, wenn die Nudeln fehlen. Kreissaal am Gänseweiher kann kein Spinat verkaufen. Pech gehabt, falsch geflötet, Gipswürfel. Stöpsel oder Sojabohnen am Tablettenausschank neben dem IKEA-Aufkleber. Kinderschokolade schmeckt wie Hasenknödel, wenn man nichts nackt gekotzt hat. Selber schuld, Eduard Zimmermann. HB-Männchen als Scherzartikel.